Herzlich willkommen. Nächste Folge. Sollen Sie das Audio angucken? Wo lag es denn nochmal? Das muss das Artefakt sein, das der Assistent erwähnte. Und hier ist das Log. Dr. Bryson, hier Garneau. Ich schicke Ihnen ein Artefakt. So ziemlich das Einzige, was ich hier gefunden habe. Es mag falsch sein, aber ich könnte schwören, dass Leviathan hier vorbeigekommen ist. Ich werde ein bisschen rechnen und den Rest der Reisespesen verprassen. Vielleicht kann ich die Bewegungen unseres Reaper-Killers vorhersagen. Ich melde mich vom nächsten Einsatzort. Garneau scheint unsere beste Spur zu Leviathan zu sein, aber er gibt kein Ziel an. Dann geben Sie mir eins. Er ist irgendwo da draußen und wir brauchen ihn. Ich tue, was ich kann. Bryson und seine Kollegen haben zweifellos ein Galaxiekartensuchprogramm bei ihrer Jagd nach Leviathan benutzt. Damit finden wir vielleicht Garneau. Hat sich ernsthaft das ein bisschen dauern, die Mission. Sagt uns das hier, wohin Garneau gegangen ist? Nein. Aber vielleicht können wir das Ziel eingrenzen, wenn wir Hinweise finden, die er bei seiner Suche nach Leviathan benutzt hat. Ist aber noch Hinweise absuchen. Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Genau wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Garneau folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Füge den Suchfilter hinzu. Die Ergebnisse werden in dem Galaxiekartenprogramm angezeigt. Ist das ein geiler Wecker? Okay, oh, ich kann raus. Schädel-Trauma-System. Ist auch geil an. Dann schlingen wir mit ein paar Waffen aufsetze. I take it. Ist hier irgendwas liegen? Nur Waffenaufsätze. Die Sovereign. Vorhut unserer Vernichtung. Na, wie läuft's denn so für dich? Sir, hier ist Bryson. Wir wissen, dass die Reaper hinter Leviathan her sind. Das Studium ihrer Jagdmuster könnte uns weiterhelfen. Diese Daten sind streng geheim, Dr. Bryson. Wenn sie in die falschen Hände geraten, werden sie nicht. Sie sind verschlüsselt. Und der Schlüssel ist sicher. In der Nähe meines Herzens. In der Nähe seines Herzens? Was bedeutet das? Die Aktivität der Reaper-Flotte ist laut Brysons Aussage in dem Log verschlüsselt. Er sagte, er bewahre den Schlüssel in der Nähe seines Herzens auf. Ja. Von Anne Bryson, 9 Jahre alt. Laut Daten ist Anne heute 28 und arbeitet für die Allianz. Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt. Was ist näher als die Familie? Interessant. 7. März 2186. Ich untersuche die Rachni. Ihre Bewegungen bei den Rachni-Kriegen deuten auf Alien-Einfluss hin. Aber das Timing stimmt nicht. Und Rachni hatten keine Reaper-Tech implantiert. Hat Leviathan die Rachni auf einen Kampf gegen die Reaper vorbereitet? Was denken Sie, Eddie? Brysons Team will möglicherweise mit alten Flottenbewegungen der Rachni Leviathan finden. Wenn wir Daten über die früheren Bewegungen von Rachni-Schiffen finden, grenzt das unsere Suche vielleicht ein. Das scheinen Sichtungen von Schiffen zu sein, die zu Rachni-Signaturen passen. Können Sie das mit den Orten der Sichtungen vergleichen? Füge diesen Suchfilter der Galaxiekarte hinzu. So, nochmal hier. Von Anne Bryson, 9 Jahre alt. Laut Daten ist Anne heute 28 und arbeitet für die Allianz. Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt. Was ist näher als die Familie? Der macht gleich nur das Kratrium in den Kopf. These, aber ich entdecke keine Hinweise auf den Codeschlüssel in dieser Kunst. Monster von Loch Ness? Plesiosaurier. Monster von Loch Ness ist interessanter. Interessant und nicht existent. Sagst du. Vielleicht ein Meteoritenfragment? Für ihn war das Objekt wichtig. Wir sollten eine Probe näher untersuchen.
Meteoritenprobe. Mit Spuren von Element Zero. Braucht Leviathan E-Zero? Es wird zwar beim ULG-Flug nicht verbraucht wie Treibstoff, aber nach mehreren Jahrhunderten aktiver Benutzung zerfällt es. Wenn Leviathan alt genug ist, muss er seine Vorräte auffüllen. Okay. Können Sie einen Suchfilter für Orte mit Element Zero setzen? Füge den Suchfilter jetzt hinzu. Der Turianer... Boah, Gott, was kotzt, ey. Der Turianer, eine auf Ferros entdeckten Lebensform, ermöglicht faszinierende Einblicke in die Lebenszyklus einer wahrhaft fremdartigen Spezies. Im Gegensatz zu gewöhnlichen intelligenten Leben nutzt er keine Massenportale. Er dürfte somit keinerlei Interesse an proteanischen Artefakten haben. Commander Shepard behauptet, Reaper-Feinde hätten von Reapern kontrollierte Technologie genutzt, um das Leben so zu züchten, dass es sich in vorhersehbaren Bahnen entwickelt. Die Turianer bildeten eine Ausnahme von dieser Regel. Er hatte sich so entwickelt, dass er organisches Hilfsmittel anstelle konventioneller Technologie nutzt. Leviathan muss ihm in gewisser Weise ähnlich sein, wenn er es geschafft hat, so lange unentdeckt zu überleben. Der Turianer hatte Schmerzenskontinuierung eingesetzt, um sein Auftrag und für körperliche Arbeit zu nutzen, beinahe so wie ein Mensch seine Hände und Finger nutzen würde. Commander Shepard behauptet, Reaper würden deshalb mit Hilfe eines anderen Prozesses namens Indikorisation tun. Leviathan, was auch immer es sein mag, muss eine ähnliche Methode haben. Bryson hat unerklärte Kreaturensichtungen untersucht. Die Fotos weisen chemische Rückstände auf. Vielleicht sieht man unter einer anderen Lichtquelle etwas. Bryson hat nicht bloß Sichtungen verfolgt. Er hat versucht, einen Kurs zu extrapolieren. Und Garnou könnte diesem Kurs gefolgt sein. Edi, können Sie einen Suchfilter für Systeme entlang dieses angenommenen Weges setzen? Füge jetzt hinzu. Wie viele Filter haben wir denn bald hier? It's getting ridiculous. Ist das proteanisch? Ja. Dr. Bryson und Liara hätten bestimmt viel Gesprächsstoff gehabt. Können Sie einen Suchfilter mit Orten hinzufügen, wo es proteanische Ruinen oder Artefakte gibt? Wird gerade erledigt. Eins fehlt noch. Finden das. Ich weiß halt noch nicht, wohin mit dem Passwort-Ding. Oder wo noch hin, weißt du, so. Wahrscheinlich irgendwo hier. Das war irgendwas mit diesem Geburtsdatum wahrscheinlich. Oh, es gibt noch einen zweiten Stock. Editen so das. Ich kann halt leider nicht sprinten. Noch ein Kunstwerk aus Anne Brysons Kindheit. Moment mal. Sieh sich das einer an. Ich kann aus diesen Zahlen einen Codeschlüssel erstellen. Okay. Dann zurück zu dem Datenpad, das wir vorhin gefunden haben. Dr. Bryson, ich stelle Einsatztruppe Aurora wie angeordnet wegen des abgefangenen batterianischen Funkverkehrs über den Leviathan von Dis frei. Das Flaggschiff ist unter Kontrolle, aber diese Arianer könnten Überwachungsaufnahmen haben. Was nicht gefunden? Entschlüsselung abgeschlossen. Analysiere Daten. Die Bewegungen passen nicht zu ihrem Standard-Invasionsmuster. Die Reaper suchen etwas. Und ich wette, damit hat Garnou gearbeitet. Können Sie einen Suchfilter erstellen? Natürlich. So. Reaper-Aktivität. Dauert ja Ewigkeiten. Laut den Suchergebnissen muss Garnou in einem dieser 5 Systeme sein. Ich habe mögliche Orte in der Karte der Normandie markiert. Wir können gehen oder die Suche weiter eingrenzen, wenn Sie wollen. Proteanische Artefakte? Könnten wir echt aus Langeweile suchen gehen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Element Zero vorkommen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein.
Rachni-Aktivität. Ich sag mir einfach alles. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter. Danke, ich sehe es auch, Edi. Verbrechen mit Blackout? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Alien-Sichtungen? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Was war das noch, das hier? Übereinstimmung. Da. Markiere die Galaxiekarte. Gut, besuchen wir Garno. In Garno. Hört sich ja voll cool an, die Mission. Nur mit die Bucht, Bar. Ach schön, wir mussten noch woanders hin. Wo musst du denn noch hin? Ich glaube in die Bar. Irgendjemand will noch mit uns reden. Ah, ich weiß nicht mehr wer. Was ist das? Trinken oder kacken? Ariatin Log würde doch gleich mit uns sprechen, oder nicht? Mann. Ich kann nicht sprinten. So. Ich vergesse mit dem linken Stick sprinten. Illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat es schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Shirk, ich brauche die Asari-Ratsherren. Aria, was verschafft mir die Ehre? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Verstehe. Formalitäten erledigt. Ist sonst noch irgendwas? Nein. Vielen Dank. Jederzeit. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show, was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Das schreit nach Rache. Ich würde dafür Rache wollen. Schön, dass wir uns einig sind. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu. Es ist doch so. Wenn sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin. Also will ich ihnen helfen. Was bieten sie mir an, Aria? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen sie sie unter meiner Führung und sie haben eine mächtige Armee für ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Ich tue, was erforderlich ist. Wenn Sie Reaper bekämpfen, nehme ich Sie. Mit dem Ergebnis kann ich gut leben. Besuchen Sie Nahn. Er ist für das Bloodpack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss Sie nur aus dem Gefängnis lassen. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Oh.
Ich kann nochmal James erpleppern. Vorne steht er schon. Hey. Es geht ab. Hey Commander! Schön, dass Sie runter in den Dreck zu uns Frontschweinen kommen. Sie meinen, ich mag keinen Dreck? Ach, kommen Sie. Ich hab gar nichts gemeint, Lola. Sicher. Also, was haben Sie gemacht? Sehen Sie den Marines da? Keine Offiziere. Nur die normale kämpfende Truppe. Und? Sie haben alle meine Drinks bezahlt. Wissen Sie warum? Aus demselben Grund, warum Sie verstummt sind, als Sie reinkamen. Das ist gepuzzelt. Ich sollte damit rechnen. Nicht viele haben geleistet, was ich geleistet habe. Und jetzt treffen Sie sie persönlich. Wenn Sie ihnen einen ausgeben, wäre das riesig für Sie. Hm. Mir gefällt, wie Sie denken, Lieutenant. Compadres! Hey! Der Commander will, dass ihr was trinkt. Auf Sie! Also, auf uns! Wer ist wie wir? Verdammt wenig. Und Sie sind alle tot. Es ist mir eine Ehre, Commander. Danke, aber wir sitzen alle in einem Boot und jeder muss seine Aufgabe erfüllen. Wohl wahr. Prost! Prost! Nicht schlecht, Lola. Ich hatte gehofft, dass Sie den kennen. Danke für die Warnung. Ja, das freut mich. Danke für den Drink. Wenn wir wieder auf der Erde sind, zahle ich. Gut, was ist jetzt hier? Wo steht er denn, wo sie sind? Sprechen Sie im Flüchtlingslager mit der Zitadell. Sprechen Sie mit dem Präsidium Unterhaus mit Nahe. Reden Sie mit den Botschaften mit Colonel Bailey. Okay. Überhin. Ich meine, mehr Streitmacht erhöht unseren Sieg gegen die Reaper. Ich meine, wir kämpfen jetzt drei Teile gegen die. Das heißt, Mori bei übereinander aus Mori geben, ja. Halt, ich muss schnell. Eigentlich. Wie fährt mich denn der Fahrstuhl? Sieht doch schon besser aus. Gehen wir zum Präsidium. Gott. Diese Wörter. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Bank. Was kann man denn auf der Bank machen? Sie wollen, dass wir uns als Soldaten verpflichten? Können wir denn nichts anderes machen? Das Militär. Sie beide könnten Leben retten, indem Sie den Ärzten in den Flüchtlingslagern helfen. Danke. Kanala Export bietet Ihnen Produkte für Sicherheit und Seelenfrieden. Danke, dass Sie bei Kanala Export eingekauft. Willkommen bei Elkos Combine Arsenal. Zwar schweineteuer, aber das sieht doch stylisch aus. Geöffnete Ware kann nur gegen Gutschrift zurückgegeben werden. Zerberus Sturmbandsausturm. Maschinenpistole. Der Executioner, Junge. Da sehe ich mich, automatischer Fischfutterer. Ich will Fische haben. Das letzte Mal sind uns die Fische weggestorben, das weiß ich noch genau. Nahkampfschaden, Waffenschaden, Schilde. Hey. Wäre unklug. Darth Vader. Zwei wäre Apartment von Narl. Narl. Wer war denn Narl nochmal? Ich glaube, wir werden allgemein in diesem Spiel, ich glaube, einfach keine Beziehung führen. Man kann ja seit Teil 1 eine Beziehung führen, aber wir haben einfach keine Beziehung. Ich glaube, es ist einfach so dumm dafür. Wir haben nicht charmant. Hände auf den Rücken.
Sie werden gleich hier sein. Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Creed, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya ihn Shepard bringt, stehen seine Leute unter ihrem Befehl. Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Kein guter Anfang für eine Freundschaft. Er kommt. Nehmen Sie die Hände auf den Rücken und tun Sie so, als hätte ich Sie verprügelt oder so. Ich töte Sie, wenn Sie lügen. Wenn's schief geht, sind Sie dran. Gut. Ah, Arya T'Loc ist mächtiger, als Creed dachte. Erst ihre Anweisungen unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das. Oh, Commander Shepard. Nur damit Sie's wissen. Ihr Kopf wird die Kühlerfigur meines Privatshuttles. Halten Sie Abstand, Creed, und erfüllen Sie Arias Bedingungen? Ah, absolut. Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen. Mit Ihnen habe ich nicht geredet. Brill? Was? Sie haben mein Wort. Feuer frei! Nicht ihn. Brill soll die Führung übernehmen. Er ist Arias Dealpartner. Ja! Ja! Ich bin Arias Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Arya nicht. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha. Gute Arbeit, Nal. Danke für die Waffe. Jederzeit. Brill und ich sagen Arya, dass wir grünes Licht haben. Das war's. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und auf Wiedersehen.